Immer jener, die nicht mehr in ihre geliebte Heimat dürfen, weil sie seit Jahrzehnten im Exil leben müssen. Was ist das für ein Staat, der vor alten Männern, die mittlerweile alle ergraut sind, Angst hat? Bereits 1962 hat es Louis Amplatz nach dem Tod Gostners und Höflers in einem Leserbrief im Alto Adige gesagt, ich zitiere: Sie reden hier vom Wiederaufflammen des Terrorismus, weil 12 Terroristen noch nicht hinter Schloss und Riegel sind. Wissen Sie ganz genau, dass das alles Terroristen sind? Wenn ja, warum habt ihr dann so Angst? Seid ihr doch ein 50-Millionen-Volk und habt vor 12 Hänschen Angst? Zitat Ende. Um wie viel treffender sind diese Worte heute, über 50 Jahre danach? Ich weiß um die vielfältigen Bemühungen Österreichs und die Interventionen unserer Politiker in dieser Angelegenheit. Und ich kann mich über die Hartherzigkeit des italienischen Staatspräsidenten nur wundern, wenn er schon nicht weiß, was er für unsere Freiheitskämpfer tun kann, dann sollten wenigstens wir wissen, was zu tun ist. Nämlich mit ganzer Kraft dafür einzustehen, dass das Fernziel der Freiheitskämpfer von damals endlich Wirklichkeit wird. Einzustehen dafür, dass wir nicht weiter ein Teil Italiens sind. Denn solange wir zu Italien gehören, gibt es für unser Land keine Sicherheit, weder kulturell noch wirtschaftlich. Solange wir zu Italien gehören, werden wir, wenn es dann soweit ist, mit Italien untergehen. Da hilft uns keine Autonomie und auch keine Europaregion, die man in Brüssel eh nicht ernst zu nehmen scheint. Bei seiner Antrittsrede sagte der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, in Straßburg am 22. Oktober, nämlich wortwörtlich: Staaten sind keine provisorische Einrichtung, keine provisorische Erfindung der Geschichte. Europa muss die Staaten respektieren. Europa kann man nicht gegen die Staaten aufbauen. In der fast einstündigen Rede fiel kein einziges Mal der Begriff Regionen. Dennoch hat er zweimal eine absolute Mehrheit der Stimmen im Europaparlament bekommen. Daraus schließe ich, dass unter den derzeitigen Voraussetzungen es niemals so weit kommen wird, dass die Regionen an die Stelle der Nationalstaaten treten werden. Wir werden folglich Jahr für Jahr, Regierung für Regierung, um unsere Rechte kämpfen müssen und diesen Kampf über kurz oder lang verlieren. Was alles aufgegeben werden musste von unserer Autonomie, wofür wir nun dauernd mitzahlen müssen, ja wie schlecht Verträge halten, die mit Italien abgeschlossen werden, das durften wir im letzten Jahr eindrücklich erleben. Und es wird nicht besser werden. Nirgendwo auf der Welt hat eine winzige Minderheit den Majorisierungsdruck, und sei er auch noch so subtil, den Majorisierungsdruck eines ganzen Staatsvolkes auf die Dauer widerstehen können. Wir sind die Stimme jener, die vor uns für die Heimat eingestanden sind, für sie gelitten haben und auch für sie gestorben sind. Tun wir also alles dafür, dass 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit friedlichen Mitteln wieder das zurechtgerückt wird, was italienische Habgier damals heraufbeschworen hat und mehr als 1 Million Menschen im Krieg und leider auch einigen im Freiheitskampf der 1960er Jahre auf beiden Seiten das Leben gekostet hat. Ehre ihrem Andenken.